Sehen Sie sich auf der ganzen Welt um. Jeder Mensch auf dieser Welt macht alle möglichen Leiden durch. Tausende und Millionen haben Tränen vergossen und hin und wieder auch gelacht. Hinsichtlich des Seelischen ist dies eine Tatsache, etwas Wirkliches. Es lässt sich beobachten. Sie können es von jedem Gesicht auf dieser Erde ablesen. Darum ist Ihre Psyche, Ihre Seele wie die der übrigen Menschheit. Bitte verstehen Sie das. Nicht intellektuell oder ideologisch oder als Hypothese, sondern als Tatsache, als brennende Wirklichkeit, dass Sie psychisch, seelisch die übrige Menschheit sind. Daher sind Sie im Seelischen keine Individuen. Wenn Sie das einsehen, nicht emotional, nicht als intellektuelles Konzept, sondern als etwas Wirkliches, Reales, Wahres, dann werden Sie keinen anderen Menschen töten. Sie werden niemals einen anderen umbringen, sei es verbal oder intellektuell, ideologisch oder körperlich, weil sie sich damit selbst umbringen.